Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 65, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der Freien Demokraten, Einsetzung einer Enquetekommission Mobilität der Zukunft in Hessen 2030. Es beginnt die Frau Kollegin Nancy Faeser, Vorsitzende der SPD-Fraktion. Bitte sehr. Danke schön, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir heute darüber reden, eine Enquetekommission zur Mobilität der Zukunft 2030 einzusetzen, können wir das nicht tun, ohne darüber zu reden, warum diese Enquetekommission gebraucht wird. Und die Antwort ist einfach aus unserer Sicht. Sie wird gebraucht, weil Hessen eine mittel- und langfristige aktive Verkehrsplanung braucht, keine Planung, die erst reagiert. Danke schön. Wenn die Probleme zu groß geworden sind, um sie zu ignorieren, meine Damen und Herren. Sondern eine Planung, die auf die Zukunft gerichtet ist und heute schon berücksichtigt, was morgen und übermorgen eintreten wird. Es geht um eine ganzheitliche Betrachtung der Mobilität in Hessen, denn die unterschiedlich gelagerten Verkehrsthemen Hessen, ob zu wenig oder gar kein ÖPNV im ländlichen Raum oder ein Kollabieren der Verkehrsströme im Ballungsraum, hängen nun einmal miteinander zusammen und können nicht nur isoliert betrachtet werden, meine Damen und Herren. Und das muss eine Verkehrsenquete in diesem Hause leisten. Meine Damen und Herren, Aristoteles hat einmal gesagt, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel, die können wir anders setzen. In diesem Sinne wollen wir aktiv Politik gestalten. Und ich darf mich bei den anderen Fraktionen zu Beginn meiner Rede ausdrücklich dafür bedanken, dass sie inhaltlich auch Input zu dem Einsetzungsantrag geleistet haben und auch gesagt haben, sie könnten dem Einsetzen heute zustimmen. Die SPD Hessen möchte gleichwertige Lebensverhältnisse in Hessen als Ganzes in der Mobilität der Zukunft voranbringen. Es geht eben nicht um Klein-Klein, sondern um das große Ganze, um ganz Hessen und dort gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. Und da, meine Damen und Herren, hat das Land Hessen unübersehbare Defizite. Die letzte verkehrspolitische Entscheidung, die wirklich wegweisend für dieses Land war, war vor 25 Jahren, als die Verkehrsbetriebe RMV, NVV ins Leben gerufen wurden, die eine bis heute gute Arbeit leisten. Aber wir suchen nach ähnlichen Highlights in der Verkehrspolitik in den letzten Jahrzehnten vergeblich. Danach gab es keine verkehrspolitischen Konzepte mehr, die über den Tag hinausgereicht hätten. Es gab ab und an mal ein bisschen PR hierzu und dortzu. Ich erinnere an das bei den Abgeordneten sehr beliebte staufreie Hessen-Konzept eines ehemaligen Ministerpräsidenten. Ich glaube, wir warten heute noch auf die Wirksamkeit dieses Projektes. Aber ich glaube auch, dass es bei vielen Abgeordneten sich ungern daran erinnert wird. Und ja, es gibt eine Konzeption, die der Verkehrsminister vorgelegt hat, aber wo keine Taten gefolgt sind. Es gibt keine konkreten Handlungsmaßnahmen. Und gerade die braucht es aber, um die Mobilität der Zukunft in Hessen zu gestalten, meine Damen und Herren. Wir sind seit über 20 Jahren, haben wir keine Vorreiterrolle mehr. Deshalb wollen wir eine Enquete einsetzen, um das zu ändern und wieder in eine Vorreiterrolle anzuknüpfen, die wir früher einmal hatten, und die Zukunftsfragen zu lösen. Und es sind die folgenden Trends, die die Mobilität bis 2030 stark beeinflussen und zu Veränderungen führen werden. Es ist die Individualisierung, die zu passgenauen, individuellen Verkehrslösungen führen muss. Es ist natürlich der Klimaschutz, der Megatrend, der im Vordergrund stehen wird und deshalb auch dem Mobilitätssektor einen höheren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten muss. Die Urbanisierung führt dazu, dass Menschen in immer sauberen und leiseren Städten wohnen wollen. Die Digitalisierung prägt unser aller Lebensbereiche und führt zu einer vernetzten Wirklichkeit, die gerade in der Mobilität in vielen Teilen schon eine große Rolle spielen, aber noch eine viel größere Rolle spielen werden müssen, sei es Sharing-Modelle und inter- und multimodale Mobilitätsleistungen, die
in die Wirklichkeit der Verkehrspolitik Einzug halten müssen. Und da gibt es gute Beispiele, wo andere schon viel weiter vorne sind. Ich selbst habe mir das in Wien angeschaut, die gerade bei multimodalen Konzepten sehr individuelle Verkehrskonzepte vorgelegt haben, wo man an Verkehrsknotenpunkten sehr individuell entscheiden kann, nimmt man das Carsharing-Auto, nimmt man das Fahrrad, geht man zu Fuß oder nimmt sogar ein, wie es heute ja auch geht, ein E-Roller. Und damit kann man passgenau auf die Mobilitätserfordernisse der Menschen reagieren. Da sind andere schon weiter. Hessen hat hier noch Nachholbedarf, meine Damen und Herren. Aber gerade nach heute Morgen ist klar, es sind auch die Fragen aufzurufen, die die Pandemie sich auf den Verkehrssektor auswirkt. Wir haben, glaube ich, gemeinsam, da gucke ich den Verkehrsminister an, auch ein bisschen was jetzt zu tun in der Frage, wie der ÖPNV wieder mehr Akzeptanz bekommt. Wie wird er dauerhaft finanziert? All das sind Zukunftsfragen, denen wir uns stellen müssen. Kehrt sich der Trend in die Städte um, weil man jetzt in der Pandemie gemerkt hat, dass man vielleicht auf dem Land doch besser leben kann mit Familie? Stichwort Garten, in denen es natürlich in dieser Pandemiezeit im Lockdown leichter zu leben ist mit einer Familie als in einer engen Wohnung. Oder wie verändert sich das Arbeitsverhalten? Wird mobiles Arbeiten, Homeoffice demnächst bestimmen und Pendlerstrom verändern? Oder wie wirkt sich das veränderte Geschäftsreiseverhalten der Menschen aus? Was hat das für Bedeutung für unseren Flughafen in Hessen? Wie kann unter diesen Aspekten erreicht werden, dass der ÖPNV massiv ausgebaut wird? Wie wird der ÖPNV bezahlbar? Es braucht ein Konzept für Radschnellwege, insgesamt für die Radverkehrsinfrastruktur, die in Hessen, meine Damen und Herren, viel zu langsam vorankommt. Wo ist die Strategie für die bessere Anbindung des ländlichen Raumes an die Verkehrsinfrastruktur? Wo sind die Alternativen für den herkömmlichen ÖPNV im ländlichen Raum? Wo findet die Verknüpfung von Orten statt, die nicht an den ÖPNV angebunden sind? Der Landkreis Werra-Meißner hat dort gute Beispiele. Ich will das Mobilfaltmodell benennen, wo die Orte, die nicht an ÖPNV angeschlossen sind, angeschlossen wurden. Die Bürgerbusse kommen aus dem Werra-Meißner-Kreis. Es gibt 50-50-Taxis für junge Leute. Wo ist die Konzeption, das für ganz Hessen zu machen? Und wo ist die Konzeption, dass das Land das dauerhaft unterstützt? Weil bislang tragen die Ehrenamtlichen die Hauptlast, meine Damen und Herren. Was wird aus der Schieneninfrastruktur in Hessen? Wie geht es weiter mit dem innerstädtischen Verkehr? Wie können smarte Angebote auch durch die öffentliche Hand erfolgen? Wir sollten uns dort nicht auf Google und Co. alleine verlassen. Wie wird der Flughafen als eine der Verkehrsachsen Hessen angebunden in ein Verkehrskonzept integriert? Wie sieht die Zukunft der E-Mobilität in Hessen aus? Was ist die Zukunftsidee für den Automobilstandort Hessen? Wie werden die beiden großen Automobilhersteller, VW Baunatal, Opel in Rüsselsheim, in Verkehrskonzeptionen integriert? Welche Rolle spielen sie bei der Verkehrsinnovation und neuen Technologien? Ich nenne nur die E-Mobilität und Wasserstoff. Wie entwickelt sich die Eisenbahnindustrie, die in Hessen eine sehr große Rolle spielt, gerade mit Bombardier in Kassel? Auch das wird in eine Enquetekommission mit einzubeziehen sein. Auf all diese Fragen gibt es aus unserer Sicht keine schlüssigen Konzepte und kein ausreichendes Konzept und auf manche dieser Fragen noch nicht einmal ansatzweise eine Antwort, meine Damen und Herren. Und deshalb ist ein solches Verkehrskonzept unbedingt notwendig und längst überfällig. Denn die Mobilität ist in Hessen essentiell. Wir liegen in der Mitte Deutschlands und in der Mitte Europas, gleich ob nach Nord und Süd, West oder Ost. Ein Großteil des deutschen und europäischen Verkehrs geht nun einmal durch Hessen. An Hessen führt kein Weg vorbei, hieß es früher einmal. Und weil das so ist, haben wir in Hessen das größte Autobahnkreuz Deutschlands, den wichtigsten Fernverkehrsknotenpunkt der Bahn und einen der größten Flughäfen Europas. All das muss in diese Konzeption mit eingearbeitet werden. Der Frankfurter Flughafen ist zur größten zusammenhängenden Arbeitsstätte Deutschlands geworden.
die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main zur Logistikdrehscheibe und Hessen zu einem Land, in dem Zehntausende von Arbeitsplätzen an der Mobilität und Logistik hängen. Und deshalb ist es so wichtig, auch für zukunftsfähige Arbeitsplätze, dass dieser Aspekt in eine solche Verkehrsenquete mit eingearbeitet wird. Und ja, es ist nicht leichter geworden, dieses Verhältnis der alltäglichen Erwartungen an eine reibungslose Mobilität, wie kommt der Mensch von A nach B, wie kommen die Waren von A nach B, dann auch noch so aufzustellen, dass man die Ressourcen möglichst wenig beansprucht und so wenig Klimagase wie möglich produziert. Deswegen stellen wir ein so umfangreiches und sehr inhaltsvolles Konzept auch auf. Und dieses Konzept fehlt, und das, ehrlich gesagt, sagen nicht nur wir. Ich zitiere die FAZ vom 30.10. Hessens Verkehrspolitik belegt hinteren Rang. Und ich zitiere weiter, viele Verbände sehen die Verkehrspolitik in Hessen als stark verbesserungswürdig an. Und das ist das Ergebnis eines anerkannten Monitorings, wo Hessen leider nur noch Platz 12 belegt, meine Damen und Herren, wie Sie hier sehen können. Und deswegen ist es ein weiterer Grund, warum es diese Enquete-Kommission dringend braucht, damit endlich ein ganzheitliches Verkehrskonzept in Hessen auf den Weg gebracht wird, meine Damen und Herren. Aus dieser Enquete-Kommission muss tatsächliches Handeln entspringen. Und deshalb bedanken wir uns ganz herzlich dafür, dass Sie diesen Antrag unterstützen. Wir wollen gemeinschaftlich eine ganzheitliche für ganz Hessen mit gleichwertigen Lebensverhältnissen auch in der Mobilität in Hessen schaffen. Und dafür bedanken wir uns für Ihre Unterstützung, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Nancy Faeser. Das Wort hat jetzt der Kollege Markus Meißner, CDU-Fraktion. Markus, bitte. Dr. Grobe. Kommen Sie zu mir. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mobilität ist ein Grundbedürfnis der modernen Gesellschaft. Sie bedeutet letztendlich Flexibilität und Freiheit. Sie bildet die Basis, auf der unsere Wirtschaft in einer globalisierten Welt florieren kann. Und in vielerlei Hinsicht ist Mobilität eine Voraussetzung für soziale Teilhabe. Die Mobilität der Zukunft ist eines der wichtigsten Themen der Welt, und sie wird zu Recht deshalb auch als Megatrend bezeichnet. Wir begrüßen daher die grundsätzliche Idee, eine fraktionsübergreifende Enquete-Kommission Mobilität zu gründen, um auf politischer Ebene das Thema tiefer zu ergründen und unseren Teil zur Mobilität der Zukunft in Hessen beizutragen. Uns ist wichtig, dass die Enquete-Mobilität dabei technologieoffene, zukunftsfähige und umsetzbare Möglichkeiten erörtert, die in der vorhandenen Infrastruktur realisiert werden können. Des Weiteren möchte ich an dieser Stelle betonen, dass wir gerne den demografischen Wandel im vorliegenden Entwurf berücksichtigt hätten. Denn es sind gerade auch die jüngeren Generationen, wie die Generation Y und Z, die maßgeblich die Mobilität der Zukunft mitbestimmen werden. Laut einer Umfrage des Zukunftsinstituts im Auftrag von Ford, die seit 2013 Menschen der Generation Y und Z zu ihrer Mobilität befragt haben, müssen Verkehrsmittel mittelfristig, das heißt innerhalb der nächsten 10 Jahre, verfügbar, bezahlbar, unkompliziert in der Nutzung, digital vernetzt und ökologisch vertretbar sein. Auch im kommenden Jahrzehnt wird das Auto weiterhin einen hohen Stellenwert haben. Das mögen manche Leute negieren, ist jedoch belegbar. Möglicherweise werden in größeren Städten andere Verkehrsmittel häufiger genutzt, aber eine Welt ohne Autos ist derzeit nicht möglich und auch nicht erstrebenswert. Auch für die Generation Z ist das Auto ein wichtiges Verkehrsmittel. Etwa 72% der jungen Erwachsenen Generation Z haben einen Führerschein. Bei der Generation Y sind es sogar etwa 84%. Jedoch unterscheidet sich die Generation Z bei der bevorzugten Antriebstechnologie von vorherigen. Vor allem für die Generation Z sind Verbrenner out.
Sie möchten ökologisch nachhaltige Autos fahren, die elektrisch oder mit Hilfe von Wasserstoff betrieben werden. Ein Trend, der inzwischen auch über die Generation hinausgeht und uns in den kommenden Jahren sicherlich stärker begleiten wird. Im Gegensatz zu vorherigen Generationen nutzt die Generation Z das Auto als eines von vielen Verkehrsmitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Sie werden nicht umsonst als Mobility Seeker bezeichnet, da sie Verkehrsmittel nach ihren individuellen Bedürfnissen auswählen und keines konkret ausschließen oder favorisieren. Das Auto hat für sie nicht mehr den gleichen hohen Stellenwert wie bei anderen Generationen, aber zu glauben, dass die Generation Z kein Interesse am Auto als praktisches Mittel des Individualverkehrs hat, ist schlichtweg falsch. Hessen befindet sich in einer einzigartigen geografischen Lage. Wir haben das eben gehört. Nicht umsonst heißt es, an Hessen führt kein Weg vorbei. Daraus ergeben sich einzigartige Herausforderungen an die Verkehrspolitik, aber auch einzigartige Chancen. In Hessen befinden sich das größte Autobahnkreuz in Deutschland, der größte Bahnknotenpunkt und der größte Flughafen Kontinentaleuropas. Diese Gegebenheiten müssen gleichermaßen berücksichtigt werden, damit alle in Hessen von einer zukunftsgerichteten Verkehrspolitik profitieren. Denn diese drei Beispiele, die ich gerade genannt habe, bestehen nicht nur aus einzelnen komplexen Verkehrssystemen, sondern sind bereits heute tiefgreifend vernetzt. Und diese Vernetzung wird in Zukunft sicherlich auch zunehmen. Wenn wir an den Begriff Smart City denken, dann müssen wir auch an die Mobilität in diesen Smart Cities denken. Unsere Innenstädte sind zu manchen Tageszeiten bereits völlig überlastet und es bilden sich lange Staus. Hier kann auf der einen Seite die Digitalisierung durch intelligente Verkehrssteuerung und Verkehrsüberwachung Abhilfe schaffen. Auf der anderen Seite öffnet die Bereitstellung verschiedener Mobilitätsmöglichkeiten auch Entlastung auf den innerstädtischen Straßen. Insbesondere in Großstädten hat sich auch deshalb das Fahrrad für viele Menschen als beliebtes und schnelles Verkehrsmittel etabliert. Wir begrüßen diesen Trend ausdrücklich, da es nicht nur positiv zur Gesundheit der Nutzerinnen und Nutzer beiträgt und die Umwelt entlastet, sondern auch den Verkehrsfluss in den Straßen von Großstädten entlasten kann. Um Radfahren in den Städten sicherer zu machen, benötigen wir dort neue, ausgewogene Verkehrskonzepte, die allen eine sichere Teilnahme an Straßenverkehr erlauben. Darüber hinaus arbeitet die Hessische Landesregierung derzeit gemeinsam mit der AGNH an der Vernetzung von lokalen und regionalen Radwegen, um sie zu einem durchgängigen Radhauptnetz zu vereinigen. Bei der Gestaltung des Angebots für Radfahrerinnen und Radfahrer schauen wir nicht nur über regionale Grenzen hinaus, sondern über Landesgrenzen und lassen uns von unseren europäischen Nachbarn wie Dänemark und den Niederlanden inspirieren, wie man Städte so gestaltet, dass sie Platz für alle Verkehrsmittel bieten. In diesem Zusammenhang ist auch die Vernetzung von Verkehrsmitteln ein notwendiger Schritt, um zukunftsfähig zu bleiben. Es macht keinen Spaß, zwischen den Verkehrsmitteln ständig zu warten und immer wieder ausgebremst zu werden. Dann werden sich diese Menschen über kurz oder lang auch nicht für diese Alternativen zum Auto entscheiden. Doch nicht nur in Innenstädten existieren problematische Verkehrssituationen. Vor allem im ländlichen Raum bestehen neben dem eigenen Kfz kaum Mobilitätsangebote, und wenn doch, sind diese selten flexibel genug. Es leben allerdings die meisten Hessen und Hessen im ländlichen Raum, und viele von ihnen möchten dort auch gerne weiterhin wohnen bleiben. Unsere Aufgabe besteht daher darin, diesen Menschen Mobilitätsangebote zu machen, die ihnen einen messbaren Mehrwert bieten. Eine dieser Möglichkeiten besteht in der Reaktivierung von stillgelegten Bahntrassen. Hier setzt sich die Hessische Landesregierung bereits seit Jahren an verschiedenen Orten im ganzen Land dafür ein, dass dort, wo möglich, sinnvoll und gewolltes umgesetzt wird und die Bahntrassen wiederbelebt werden, um eine bessere Anbindung zwischen dem ländlichen Raum und Städten zu gewährleisten und Alternativen zum Auto zu bieten. Wir wollen daher, dass die zukünftige Verkehrspolitik nicht im kleinen Geist besprochen wird, sondern mit denen, die maßgeblich daran beteiligt sind. Das sind neben der Politik und Verbänden Unternehmen, Interessensgruppen, Umweltverbände und auch unsere Bürgerinnen und Bürger. Nur wenn man miteinander redet, kann man Synergien schaffen und gemeinsam innovative Lösungen erarbeiten. Auch im Mobilitätssektor gibt es noch viel Raum für Veränderungen, und wir sollten für diese Veränderungen offen bleiben und ihnen mit Neugierde begegnen. Wir hatten versucht, einen gemeinsamen Antrag zu finden, was leider an Details scheiterte. Uns geht es um den beschriebenen Blick nach vorne und weniger um das Hätte. Deshalb werden wir dem Antrag vom Grundsatz zustimmen, auch wenn wir nicht jede Formulierung für gut befinden. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Arbeit in der Mobilitätsenquete. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Meysner. Das Wort hat nun der Abgeordnete Klaus Gagel von der AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Einsetzung einer Enquetekommission verfolgt neben der Lösung komplexer Fragestellungen durch Experten das Ziel, eine gemeinsame Position zu erarbeiten. So formuliert es Wikipedia, von der Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen wird. Ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dass SPD und FDP und offenbar auch die regierungstragenden Fraktionen in diesem Hause einen planwirtschaftlichen Laberclub auf Steuerzahlerkosten gründen wollen, aus dem am Ende nichts wirklich Bahnbrechendes herauskommen wird. Und ich begründe Ihnen auch, warum. Aber zunächst lassen Sie mich mal ausführen, weshalb wir mit Genugtuung die Entscheidung der Bürger Wiesbadens zur Kenntnis genommen haben, die sich nach einem Bürgerentscheid gegen den Bau der Citybahn ausgesprochen hatten. Ja, der Souverän im Staat hat ein Machtwort gesprochen, und dieses viel zu teure, technisch viel zu unsinnige und letztendlich nicht nachhaltige Schienenprojekt abgelehnt. Trotz der Medienkampagne der Citybahn GmbH, hier wird übrigens noch zu klären sein, mit wie viel Steuergeld dies eigentlich gemacht wurde, trotz der Zeitungsanzeigen der Stadt Taunusstein und Bad Schwalbach, trotz der Pressemitteilung von Herrn Al-Wazir und trotz der Ressourcen der Citybahn-Befürworter. Die Bürger haben sich nicht blenden lassen und ein deutliches Signal an die Politik in Hessen gesendet. Sie haben ein Signal gesendet gegen starre und unflexible Systeme der Straßenbahn. Sie haben ein Signal gegen vorgeschobenen Klimaschutz gesendet. Sie haben ein Signal gegen eine Stadt gesendet, die in den nächsten 5 Jahren im Verkehr ersticken würde, weil sie komplett umgebaut und umgegraben würde. Und der Bürger hat sich zum Glück nicht blenden lassen durch die mit Absicht herbeigeführten Staus in der Wiesbadener Innenstadt, die durch neue Fahrradwege, durch neue Busspuren, durch neue Fahrbahnverengungen und durch plötzliche Vollsperrungen entstanden und entstehen. Dass Sie, Herr Minister Al-Wazir, in einer Pressemitteilung Ihres Hauses die Entscheidung der Bürger gegen die Citybahn als höchst enttäuschend bewerteten, ja, zeigt aus meiner Sicht einen gewissen Hochmut der Regierenden. Denn dann, meine Damen und Herren, wenn der Souverän nicht der gewünschten Haltung der Regierenden entspricht und zu einem eigenen abweichenden Urteil gelangt, und das war deutlich, aus unserer Sicht ist der Bürgerentscheid eine klare Absage an die, wie ein Mantra gepredigte und in diesem Haus immer zu hörende Verkehrswende. Und eine Ablehnung des vorgeschobenen Klimaschutzes als Formel für die Weltverbesserung nach der Ideologie dieser Verkehrswende. Aber, meine Damen und Herren, statt Verkehrswende und Klimaschutz will der Bürger ein besseres Verkehrsnetz, einen besseren Zustand der Straßen und Brücken. Er will weniger Staus, weniger Fahrtkosten, er will saubere Luft und weniger Lärm. Es ist eben keine gute und zeitgemäße Verkehrspolitik, einen Kreuzzug gegen den Verbrennungsmotor und das Automobil zu führen, wenn über 75% der Mobilität der Deutschen mit dem Automobil stattfindet und nur ein Bruchteil der neu zugelassenen Autos Elektrofahrzeuge sind, die zudem noch hochsubventioniert sind. Auch die Meinung der Experten beispielsweise sollte nicht ignoriert werden. Der Verband Deutscher Ingenieure hat in einer neu veröffentlichten wissenschaftlichen Studie die Klimafreundlichkeit von Elektroautos infrage gestellt und im Vergleich die Umweltbilanz von Autos mit modernen Verbrennungsmotoren als umweltfreundlicher bezeichnet. Ich zitiere den VDI-Präsidenten Volker Käfer. Solange die Batterien für Elektroautos in Ländern mit so hohem Kohlestromanteil produziert werden, sind Autos mit Verbrennungsmotor die mit deutlichem Abstand die klimafreundlichere Wahl. Die Mobilität der Bürger in Hessen ist durch die Folgen der Corona-Pandemie und den durch die Landesregierung angeordneten wirtschaftlichen Lockdown massiv beeinflusst worden. Wir haben gesehen, dass die Bürger immer weniger den ÖPNV nutzen, dass sie auf das Auto oder das Fahrrad umgestiegen sind und auch nach dem Nachlassen der ersten Welle nicht im gleichen Maße zum ÖPNV zurückgekehrt sind. Das ist ganz besonders zu sehen. Im April und Mai hatten Bus und Bahn 80 bis 90% weniger Fahrgäste.
Und auch nach der ersten Welle im Sommer waren es nur noch 60% der Fahrgäste im ÖPNV unterwegs. Die Zahlen belegen deutlich, meine Damen und Herren, der ÖPNV muss auf dem Hintergrund von Corona neu gedacht werden. Das habe ich schon ein paar Mal hier in diesem Plenum gesagt. Es ist offensichtlich, die Bürger haben kein Vertrauen in die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen im ÖPNV, auch wenn das überall immer anders gepredigt wird. Aber die Bürger haben Skepsis, und das kann ich verstehen. Deshalb fordern wir eine bedarfsgerechte Verkehrsplanung aufgrund der massiv eingebrochenen Nachfrage. Das kostet ja am Ende auch Geld. Der ÖPNV muss jedoch dort ausgebaut werden, mit Augenmaß, selbst wenn die Nachfrage massiv zurückgegangen wird. Wir befürworten den Zukauf von Zügen, um die Taktung zu erhöhen. Gleichzeitig sollte der Busverkehr massiv ausgebaut werden, dort, wo es Sinn macht. Die Förderung von alternativen Antrieben wie Wasserstoff und Elektro macht im Busbetrieb besonders viel Sinn. Deutschland sollte ein Champion bei der Entwicklung und Herstellung der Omnibusse der Zukunft werden, meine Damen und Herren. Die hat damit nichts zu tun. Dass in unseren Ballungszentren allein der ÖPNV die Mobilitätsanforderungen der Zukunft lösen kann, ist aufgrund der Erfahrung mit der Corona-Pandemie bereits widerlegt, meine Damen und Herren. Der motorisierte Individualverkehr wird in Zukunft und das auf absehbare Zeit auf dem Hintergrund von Corona eine noch viel größere Rolle im Mobilitätsverhalten der Bürger spielen als bisher schon. Das wollen Sie zwar nicht wahrhaben, aber es ist de facto so. Deshalb sollten sich auch alle zukünftigen Mobilitätskonzepte an den tatsächlichen Bedürfnissen der Bürger orientieren. Mehr noch, es ist sogar die Pflicht verantwortungsvoller Politik, sich an den Bedürfnissen der Bürger zu orientieren. Und die haben ja gerade abgestimmt. Deshalb, ja, das nehmen wir mal als Beispiel für ganz Hessen. Deshalb sehen wir die Investitionen in den Straßenverkehr als vorrangig an. Konkret, meine Damen und Herren, fordern wir den Einsatz intelligenter Technik für das Verkehrsmanagement. Das wird auch schon gemacht. Jetzt und den Ausbau einer stauvermeidenden Verkehrsführung, was der Umwelt zugutekommt. Wissenschaftlich mangelhaft belegte Maßnahmen wie Dieselfahrverbote, Umweltspuren erreichen das nicht. Innerstädtische Fahrspuren und Parkraum müssen ausgebaut werden, um dem ansteigenden Verkehrsaufkommen gerecht zu werden. Um unsere Innenstädte zu entlasten, müssen mehr Umgehungsstraßen und mehr kreuzungsfreie Straßen gebaut werden. Deshalb muss jetzt massiv in den Bau von Brücken und Straßentunnel investiert werden. Dazu vielleicht ein Beispiel. Die Untertunnelung der Berliner Straße in Frankfurt macht sehr wohl viel Sinn. Aber für all diese Maßnahmen, meine Damen und Herren, bedarf es keiner Enquete. In einer Zeit zunehmender Wirtschaftskrisen ist Politik mit Augenmaß notwendig, die sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Bürger orientiert. Die Bürger unseres Landes Hessens wollen weder bevormundet werden, noch wollen sie eine Verkehrspolitik, deren Hauptziel die Rettung des Weltklimas sei. Sie wollen keine Fahrverbote, sie wollen keine Staus. Sie wollen weniger Steuern und Abgaben, und sie wollen die freie Wahl des für sie geeigneten Verkehrsmittels. Sie wollen nicht bevormundet werden. Und sie wollen nicht noch mehr verengte Fahrspuren, nicht noch mehr künstliche Staus, nicht noch mehr Fahrradwege in den Innenstädten auf Hauptverkehrsachsen und nicht noch mehr Behinderung des fließenden Verkehrs. Insofern, meine Damen und Herren, war der Bürgerentscheid in Wiesbaden gegen die Citybahn viel mehr als nur eine Absage an ein grünes Prestigeprojekt. Es war ein deutliches Nein mit über 60% zu einer ideologiegeladenen, realitätsfremden und nicht an den Bedürfnissen der Bürger ausgerichteten Verkehrspolitik, meine Damen und Herren. Nichtsdestotrotz, meine Damen und Herren, die Verkehrsenquete wird kommen. Da stimmt ja sogar die Regierung zu. Sie können es ja nicht verhindern. Die 20% haben SPD und FDP ja nun mal. Da machen Sie fleißig mit und sagen ja, bevor Sie sich die Blöße geben. Aber wir werden in dieser Enquete-Kommission selbstverständlich auch vertreten sein. Wir werden auch konstruktiv mitarbeiten. Aber wir werden, da brauchen Sie nicht zu lachen, ich lache Sie eher aus. Sie meinen, mit planwirtschaftlichen sozialistischen Methoden können Sie die Welt verbessern. Wir sehen es von der anderen Seite. Ja?
Wir werden in dieser Enquete werden wir konstruktiv mitarbeiten, meine Damen und Herren. Wir werden unsere Vorstellung einbringen. Aber es wird wahrscheinlich wie immer sein, die Damen und Herren Weltverbesserer werden uns überstimmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Gagel. Das Wort hat die Frau Abg. Kathi Walter, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Dankeschön. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste! Wie Michael Boddenberg und Matthias Wagner bereits im Februar gesagt haben, freuen wir uns, dass sich die SPD und nun nach langem Warten auch die FDP verstärkt dem Thema Verkehrswende annehmen wollen. Denn angesichts der großen Herausforderungen und der grundsätzlichen Fragestellungen auf allen politischen Ebenen macht es Sinn, dass sich der Landtag gemeinsam unter Einbeziehung von Sachverständigen unterschiedlichster Couleur und über Parteigrenzen hinweg mit dem Thema beschäftigt. Wir werden dem Einsetzungsbeschluss daher zustimmen. Soweit zur guten Nachricht. Trotzdem hat mich der Antrag der SPD und später auch der FDP schon enttäuscht. Denn er zählt Handlungsfelder auf, denen sich die Hessische Landesregierung, namentlich das Verkehrsministerium, mit der Hessenstrategie Mobilität 2035 bereits widmet. Durch Digitalisierung und Vernetzung von Mobilität sowie mit emissionsarmen Verkehrsmitteln soll ein schnelles, sicheres und klimaschonendes Verkehrssystem entstehen. Der Schienenverkehr ist die bedeutend klimafreundlichste Alternative zum Straßenverkehr. Deshalb fördern wir sie. Über 20 Milliarden € fließen in Hessen in den Schienenverkehr. Stellvertretend seien hier nur der Fernbahntunnel oder Investitionsprogramme wie Rhein-Main-Plus oder S-Bahn-Plus genannt. Wir passen auch Straßeninfrastrukturprojekte an die Zukunft der Mobilität an. Unter der Prämisse Erhalt vor Neubau lösen wir den Investitionsstau auf und sorgen zudem noch für mehr Lärmschutz. Der Digitalisierung widmen wir uns schon jetzt mit der Hessenstrategie Mobilität 2035. Aus der Verkehrszentrale Hessen im Holm, die Autofahrer sicher durch Staus und um Verkehrshindernisse herumführt, wird Anfang des Jahres das Hauptquartier der Autobahngesellschaft des Bundes. Das vielbeachtete Pilotprojekt mit den Oberleitungshybridlastwagen im Großen oder Förderprogramme für Lastenräder und Anhänger des Umweltministeriums im Kleinen sind Schritte in Richtung Veränderungen im Güterverkehr, auch wenn das natürlich lange nicht reicht. Hier müssen dringend Investitionen des Bundes in die Schieneninfrastruktur folgen. Im Bereich Nahmobilität fördern wir mit der AGNH die Koordinierung und Vernetzung hessischer Städte, Gemeinden, Landkreise, Hochschulen, Verbände und Verkehrsverbünde mit dem Ziel, den Fuß- und Radverkehr spürbar zu stärken. Darüber hinaus schaffen wir mit dem neuen Mobilitätsförderungsgesetz einen zuverlässigen Finanzierungsrahmen für Verkehrsprojekte, der den Kommunen Planungssicherheit gibt. All diese Projekte laufen bereits und bedürfen keines Controllings durch eine Enquetekommission. Ich persönlich hätte mir die Enquetekommission visionärer gewünscht, als Zukunftslabor für Parlamentarier und Fachleute abseits des politischen Tagesgeschäfts und mit dem Anspruch, im Geiste der Klimaziele von Paris über Mobilität von morgen nachzudenken. Das aber hätte bedeutet, liebe SPD, liebe FDP, sich nicht nur in bestehenden Kategorien wie ÖPNV im Ballungsraum, Entwicklung der Radinfrastruktur, Entwicklung des Landesstraßenbaus oder innerstädtischer Verkehr, Anbindung des Flughafens als internationale Verkehrsdrehscheibe zu bewegen, sondern sich tatsächlich mal gemeinsam zu überlegen, welche Mobilität wir eigentlich brauchen, wie der Verkehr aussieht, der daraus resultiert, und wie wir diesen sozial- und umweltverträglich gestalten. Unser Motto sollte es doch sein, vermeiden, verlagern, verbessern. Dazu müsse die Enquetekommission aber Entwicklungen auf dem Schirm haben, wie die Nachwirkungen der Corona-Pandemie,
den demografischen Wandel, die Entwicklung von Städten, Landkreisen und die Regionalplanung, Vernetzung, Sharing-Bewegungen, die dringend notwendige Energiewende, Aspekte wie soziale Teilhabe. Der Auftrag wäre wesentlich weiter gefasst, innovativer und zukunftsfähiger, als der Einsetzungsbeschluss von SPD und FDP ihn leider definiert haben. Angesichts der Klimakrise kann es nicht darum gehen, Bedarfe einfach nur zu stillen, wie die AfD uns ja immer weismachen will, Verbrenner durch E-Autos zu ersetzen. Es muss darum gehen, zu gestalten. Und diesen Gestaltungswillen sehe ich hier leider viel zu wenig. Kein Satz zu den Klimazielen. Kein einziges Mal erwähnen Sie die 1,5 Grad als Grundlage aller Erwägungen. Kein Wort lese ich vom Wandel der autogerechten Städte für Städte zu Städten für die Menschen oder zur Aktivierung der ländlichen Räume, um Verkehre ganz vermeiden zu können. Stattdessen lese ich die Frage, ob der Anteil des Verkehrsträgers Auto in den Innenstädten tatsächlich reduziert werden muss. Da wundere ich mich wirklich. Und ich lese Krokodilstränen zur Abwanderung der IAA. Ihr Motto: Hessen ist Autoland und die Hessen-SPD kämpft dafür, dass Hessen Autoland bleibt, schreiben Sie der Enquetekommission in den Arbeitsauftrag. Und die Rettung der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie und im Busgewerbe werden ebenfalls ins Stammbuch geschrieben. Was für uns doch selbstverständlich sein muss. Genau wie die Unterschriften der FDP unter einem Antrag, der ausdrücklich feststellt, Stefan Naas, hör doch bitte mal zu, es geht jetzt um dich. Genauso wie die Unterschriften der FDP unter einem Antrag, der ausdrücklich feststellt, Bussysteme stoßen in großen Städten an ihre systematischen Grenzen. Einen Schub für den ÖPNV können hier nur schienengebundene Angebote bringen. Und das, nachdem dieselbe FDP sich erst letzten Wochen so vehement gegen die Citybahn ausgesprochen hat. Also irgendwie habt ihr hier ein kleines Problem. Aber geschenkt. Wenn zu den ständigen Beratern der Enquetekommission letztlich auch noch Verbände wie der Ökologische Verkehrsclub VCD oder der Fachverband Fußverkehr Deutschland, Fuß e.V., zählen, wird das schon werden. Bestenfalls so gut wie die Ergebnisse der beiden Klima-Enquetekommissionen Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre von 87 bzw. 91, auf die ich als Grüne immer noch stolz bin. Es ist schön, dass Sie sich Gedanken über den Verkehr der Zukunft machen, liebe SPD, liebe FDP. Wenn Sie sich jetzt noch ein bisschen mehr Mut erlauben und ein klein bisschen weniger Auto denken, dann kommen wir auch voran. Und eine kleine Bemerkung zur AfD noch, zum Herrn Gagel. Ich möchte meinen Kollegen Michael Müller von der CDU zitieren, der Sie vorhin als Kapitän auf der Titanic betitelt hat. Und so ist es einfach. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Walter.